Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte euch gerne den neuen OsoTech H200 Pro vorstellen. Das ist dieses Gerät hier, was ihr noch nicht ganz seht, aber gleich in kompletter Gänze sehen werdet. Das ist das neue Modell von OsoTech und die haben sich dort ein bisschen was einfallen lassen und haben ein paar neue Funktionen integriert. Und unter anderem gibt es jetzt erstmals eine Heißlufttrocknung in der Station für die Bürste. Zudem ist es der flachste Wischsauger der Welt. Er baut nur 10,5 cm auf und das ist auch das Hauptverkaufsargument für dieses Modell. Alle Details schauen wir uns jetzt zusammen an. Im Lieferumfang gibt es einmal ein Reinigungsmittel und noch eine zusätzliche Bürste, wo auch ein kleines Messer versteckt ist, mit dem man zum Beispiel Haare entfernen kann. Das ist immer ganz nett, weil ein Reinigungsmittel, das legt nicht wirklich jeder dabei, aber das könnt ihr einfach dann mit in den Frischwassertank geben, habt dann noch ein bisschen bessere Reinigung und noch einen frischen Duft dazu. Ich finde hier die graue Anthrazit-Variante optisch schön anzusehen. Die meisten sind ja doch eher in weiß gestaltet. Das ist mal ein bisschen was anderes. Verarbeitung auf jeden Fall solide und vollkommen in Ordnung. Diesmal setzt OsoTech nicht auf ein breites Wischtuch, wie es bei dem Vorgängerfall war, sondern auf eine herkömmliche Bürste. Die hat allerdings auch den Vorteil dann, dass die auf beiden Seiten bis zur Kante reinigen kann, was natürlich sehr praktisch ist, da man den Wischsauger dann nicht mehr ständig umdrehen muss. Und man kann einfach mit jeder Seite auf jeder Seite die Kante gut reinigen. Etwas schade ist die Tatsache, dass diese Rollen nicht motorisiert sind, aber durch den Vortrieb der Bürstenrolle bewegt sich der Wischsauger flach auf dem Boden tatsächlich automatisch nach vorne. Wenn man zurückzieht, braucht man etwas mehr Kraft, aber das ist vollkommen in Ordnung. Insgesamt finde ich, dass der Wischsauger etwas schwer in der Hand liegt, beziehungsweise schwerer als bei anderen Modellen, aber das ist auch wirklich Meckern auf hohem Niveau. Mit der Reinigungsleistung bin ich sehr zufrieden. Es gibt drei Modi, die man hier oben am Handstück einfach durchschalten kann. Das ist einmal der automatische Standardmodus, dann gibt es den Turbo-Modus und den reinen Saugmodus, wobei der reine Saugmodus nicht zum Saugen von Teppichen geeignet ist, sondern zum Aufnehmen von Flüssigkeiten. Im Standardmodus kann man ungefähr 40 Minuten arbeiten. Wenn man den Turbo-Modus einsetzt die ganze Zeit, sind es ungefähr 20 Minuten. Also da halbiert sich die Laufzeit auf jeden Fall um die Hälfte. Der Vorteil bei solch einem Wischsauger ist natürlich, dass man flüssige und feste Verschmutzungen in einem Durchgang aufnehmen kann. Man muss also nicht erst irgendwie vorwischen oder ähnliches, einfach drüber fahren und das Ganze wird eingesaugt und wird dann auch am Ende im Schmutzwassertank getrennt. Die festen Verschmutzungen bleiben in einer Art Filter hängen und das dreckige Wasser landet dann im Wassertank. Die Saugleistung passt sich automatisch an im Standardmodus. Wenn ihr saugt und es werden Verschmutzungen erkannt, dann dreht das Gerät ein bisschen mehr auf und saugt etwas mehr an. Ist natürlich sehr praktisch. Man muss nicht ständig im Turbo-Modus saugen, das ist etwas übertrieben. Wenn man wirklich starke Verschmutzungen hat, dann kann man da auf jeden Fall hochschalten und den benutzen. Ansonsten finde ich, bekommt man im Standardmodus wirklich sehr gute Ergebnisse hin. Wie gesagt, ihr seht es ja hier, der Wischsauger liegt hier auf dem Tisch und der ist besonders flach, maximal 10,5 cm Bauhöhe. Dünner gibt es keinen anderen Wischsauger im Moment, das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, mit diesem Gerät kommt ihr auch wirklich unter sehr flache Möbel. Die anderen haben so 13 cm, das sind dann ja 2,5 cm mehr. Klingt erstmal nach nicht viel, kann aber bei euch zu Hause sein, dass ihr genau dann nicht unters Sofa kommt oder genau dann nicht unters Bett kommt, wo ihr dann doch gerne reinigen wollt. Und das ist auch das absolute Verkaufsargument für dieses Modell mit 10,5 cm Bauhöhe. Wirklich besonders flach und ja, falls das für euch ausschlaggebend ist, dann gibt es im Moment nur dieses Modell, was so flach ist. Im Test hat sich gezeigt, dass sowohl flüssige als auch feste Bestandteile schon beim ersten Durchgang fast vollständig aufgenommen werden. Also die Saugleistung ist sehr gut. Da kann man wirklich nicht meckern, auch wenn nur eine Bürste zum Einsatz kommt, was allerdings auch bei fast allen Saugern der Standard geworden ist. Von daher macht auch OsoTech hier eine gute Leistung. Er findet das Rad hier auch nicht neu, aber wie gesagt, sehr solide. Der Schmutzwassertank, den müsst ihr dann natürlich reinigen danach und ich empfehle euch auch jedes Mal sofort den Tank zu reinigen, denn ansonsten wird es schon etwas ekelig. Das setzt sich hier fest, das kann stinken, daher direkt reinigen. 640 Milliliter ist er groß, ihr könnt dann einfach den Tank hier oben öffnen, das Ganze ins Klo schütten oder ins Waschbecken. Ihr könnt die festen Bestandteile in den Mülleimer werfen oder einfach direkt alles in die Toilette, das ist kein Problem. Das mache ich meistens so, dann muss man nicht noch irgendwas trennen, sondern einfach alles ins Klo abziehen und fertig. Das finde ich immer besonders einfach.
Nachdem wir dann fertig sind mit der Reinigung bzw. mit dem Ausleeren des Schmutzwassertanks, können wir das Gerät wieder in die Station stellen. Und dort gibt es jetzt erstmals eine Heißlufttrocknung mit 58 Grad heißer Luft. Es gibt andere Modelle, die können das schon in heißer. Dieses Modell macht die Trocknung über einen längeren Zeitraum, ungefähr 90 Minuten. Die Bürste dreht sich dann einmal vor und einmal zurück in regelmäßigen Abständen, damit die auch überall gleichmäßig getrocknet wird. Was man aber beachten muss, ist die Tatsache, dass es keine heiße Wäsche gibt, sondern nur eine Wäsche mit dem Wasser in Zimmertemperatur, die halt hier vorne im Frischwassertank verbaut ist. Was ich etwas schade finde, ist die Tatsache, dass hier vorne keine LEDs verbaut wurden. Wäre bei solch einem Modell doch eigentlich ratsam, denn man kann ja damit tief unter Möbeln oder andere Gegenstände reinigen, saugen und wischen. Da wäre es doch schön, wenn man da ein bisschen mehr sehen würde. Ist bei diesem Modell aber leider nicht vorhanden. Mein Fazit fällt sehr positiv aus. Ich finde, die graue Variante, die macht optisch schon was her. Ist auf jeden Fall mal ein anderer Farbton als das gängige Weiß. Die Reinigungsleistung ist super und zuverlässig. Besonderes Verkaufsargument, wie ich schon häufiger jetzt erwähnt habe, ist die Bauhöhe mit nur 10,5 cm. Und die Heißluft ist natürlich jetzt auch schön, dass man die hat, damit keine Gerüche oder Schimmel entstehen. Und am Ende zählt natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Originaler Preis 499,99 € ist jetzt nicht so günstig, aber 100 Euro könnt ihr fast immer sparen, dann kommt ihr schon auf 3,99 € und prüft gerne den Link in der Videobeschreibung, denn es gibt auch regelmäßig noch ein paar exklusive Coupons. Aktuell haben wir einen für euch, 319,99 €, das geht bis Ende Juli noch, also müsst ihr euch da ein bisschen beeilen zum Zuschlagen. Ansonsten prüft immer den Link, wenn ihr das Video später schaut, welcher Preis gerade aktuell ist. Wie gesagt, 499 ist der Originalpreis, aber den solltet ihr eigentlich nicht bezahlen, da es immer Coupons gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Klickt euch gerne noch hier oder da in ein weiteres Video. Abonniert gerne den Kanal, damit ihr keine weiteren Testberichte mehr verpasst. Wir würden uns natürlich darüber freuen. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.